Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren Staatssekretäre. Lieber Herr Kossendey, als ehemaliger Staatssekretär darf ich Sie ganz besonders begrüßen. Ich freue mich, dass Sie hier sind, meine Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages, lieber Herr General Wieker. Ich freue mich ganz besonders, Sie, liebe Frau Kugel, hier bei uns auch heute begrüßen zu können als Vorstandsmitglied der Siemens AG und Sie, liebe Gräfin Hardenberg, als Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt, aber vor allen Dingen auch meine sehr geehrten Damen und Herren Soldatinnen und Soldaten. Vor ziemlich genau 3 Jahren haben wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz den sogenannten Münchner Konsens auf den Weg gebracht, formuliert vom Bundespräsidenten, dem damaligen Außenminister und mir, ohne dass wir uns miteinander abgesprochen hätten, nämlich formuliert, dass sich Deutschland angemessen an seiner wirtschaftlichen und politischen Größe seinen Teil der Verantwortung auch tragen muss. Wir sind inzwischen in Missionen im Irak, in Syrien, im Mittelmeer, Ägäis, Sophia vor Libyen, in Mali. Wir tragen verlässlich unseren Teil der Verantwortung. Wir übernehmen mehr Lasten auch im Bündnis, beim Air Policing im Baltikum. Wir sind inzwischen die Führungsnation in Litauen bei der Enhanced Forward Presence zusammen mit den Briten, den Amerikanern und den Kanadiern. Wir haben die Europäische Verteidigungsunion nach vorne gebracht. So weit waren wir noch nie. Wir haben viel Kraft gesteckt in die Trendwenden Material, Personal, Finanzen. Das Budget steigt um 8%. Die Rüstungsinvestitionen steigen sogar um 10%. Die Geldsumme, die in dieser Legislaturperiode für die Modernisierung des Materials verabschiedet worden ist, die sogenannten 25 Millionen Vorlagen, sind im Vergleich zur letzten Legislaturperiode um das Dreifache gestiegen in der Geldsumme. Wir haben zum ersten Mal seit 25 Jahren keine Obergrenze beim Personal mehr, sondern wir stellen wieder Soldatinnen und Soldaten und Zivilbeschäftigte ein. Alles gute Nachrichten, wenn der Anlass nicht so beunruhigend wäre, nämlich die Sicherheitslage. Das alles, meine Damen und Herren, geht nur mit den Menschen, die in der Bundeswehr arbeiten und ihren Dienst tun. Und weil das so ist, weil das beste Material und das stärkste Bündnis ohne Menschen einfach sinnlos ist, haben wir uns von Anfang an auch um die Belange der Menschen in der Bundeswehr gekümmert. Zum Beispiel um die Vereinbarkeit von Dienst und Familie, weil das Tausende von Vätern und Müttern in der Bundeswehr betrifft. Zum Beispiel um die Militärseelsorge, weil der Glaube, sei er christlich, sei er jüdisch, sei er Islam, sei er ein anderer Glaube oder gar kein Glaube, mehrere tausend Menschen in der Bundeswehr betrifft. Zum Beispiel die Prinzipien der inneren Führung, die nicht nur in der Führungsakademie der Bundeswehr, sondern in jedem Truppenstandort gelebt werden müssen. Meine Damen und Herren, diese Tagung planen wir seit über einem halben Jahr. Aber die aktuellen Ereignisse in Pfullendorf haben gezeigt, dass wie wir miteinander in der Bundeswehr umgehen, kein Randthema ist. Für die große Mehrheit der Truppe lege ich jederzeit meine Hand ins Feuer. Umso schlimmer bestätigt es den guten Ruf der Truppe, wenn Einzelne, eine kleine Minderheit, gegen die Menschenwürde und schwer gegen die Kameradschaft verstoßen. Es gibt klare gesetzliche Grundlagen. Es gibt die Prinzipien der inneren Führung, aber Vorkommnisse wie in Pfullendorf zeigen, dass sie nicht immer gelebt wird. Es beginnt bei schäbigen Witzen, geht über herabwürdigende Bemerkungen bis hin zu widerwärtigem Verhalten. Es sind bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, an Haltung, an Kultur. Wir wollen Sie ermutigen, auch mit diesem Workshop hinzuhören, offen zu sprechen. Und noch eins ist mir wichtig. Es gibt den Dienstweg, die Vorgesetzten. Es ist gut, dass es den Wehrbeauftragten gibt.
Es ist gut, dass es die Gleichstellungsbeauftragten gibt. Die haben in diesem Fall auch sehr geholfen. Aber wenn der Dienstweg versagt, verharmlost oder verschleppt, wenn Vorgesetzte mauern, dann zeigt mir Pfullendorf, dass es einen direkten Draht zu einem Ombudsmann und noch viel wichtiger einer Ombudsfrau geben muss. Die Untersuchungen in Pfullendorf laufen noch, sie sind nicht abgeschlossen. Aber unabhängig vom Ausgang der Untersuchungen werden wir diese Funktion im Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion stärken. Gut, dass es dieses Stabselement gibt. Es kennt die Themen. Es hat sich inzwischen sehr viel Expertise erarbeitet. Und meine Damen und Herren, wir werden uns fragen müssen, warum die innere Führung nicht Schritt gehalten hat mit den modernen Entwicklungen. Im Vorfeld dieses Workshops konnten wir einiges lesen, teils in großen bunten Buchstaben, teils kleingedruckt, teils zwischen den Zeilen. Die Reaktionen und auch manche Wortwahl zeigen, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Respekt selbstverständlich ist. Sexuelle Orientierung und Identität spielt für mehrere tausend Angehörige der Bundeswehr eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Und für diese Frauen und Männer ist es ein zentrales Anliegen, als Mensch, so wie sie sind, angenommen und respektiert zu werden. Deshalb nehmen wir ihre Anliegen ernst. Genauso ernst wie all die anderen Themen, die uns tagtäglich beschäftigen und mit denen wir die Bundeswehr moderner, flexibler und schlagkräftiger machen wollen. Es sind doch gerade all diese unterschiedlichen Köpfe, Charaktere und Talente, die uns stark machen, die uns die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven sehen lassen, die unterschiedliche Ideen entwickeln, unterschiedliche Lösungsansätze haben. Deswegen werben wir ja mehr denn je um Talente. Und ob sie nun schwul, lesbisch, transsexuell oder heterosexuell seien, sie sind uns mit ihrem Können willkommen in der Bundeswehr. Es geht uns hier um den Umgangston, es geht uns um unsere Haltung, um Respekt. Wir haben den Paragraphen 12 im Soldatengesetz, der unsere Soldatinnen und Soldaten dazu verpflichtet, ich zitiere, die Würde, die Ehre und die Rechte ihrer Kameradinnen und Kameraden zu achten. Und trotzdem kommt es immer noch zu häufig vor, dass Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung ein Leben unter Verleugnung oder ein Leben unter besonderer Beobachtung führen müssen. Ja, es kommt im Jahr 2017 noch vor, dass ein Fallschirmjäger seit Jahren seine Homosexualität verheimlicht, weil er befürchtet, von den Kameraden als Weichei verspottet zu werden. Es kommt auch heute noch vor, dass ein Soldat nach seinem Outing feststellt, dass der Vorgesetzte persönliche Gespräche nur bei offener Tür mit ihm führt. Es kommt auch heute noch vor, dass eine lesbische Soldatin ihren Sohn wegen eines Kita-Streiks mit in die Kaserne bringt und der Chef kommentiert, in ihrer Lebenskonstellation können sich doch Kinder nicht vernünftig entwickeln. Der Kleine, 5 Jahre alt, steht daneben und fragt nur, wer war das? Und es kommt auch heute noch vor, dass ein Vorgesetzter einer lesbischen Soldatin Sätze sagt wie, ich zitiere, Ehe und Familie sind in Artikel 6 Grundgesetz besonders geschützt, Mutter und Vater und Kinder, die Nation braucht deutsche Kinder. Zitat Ende, so nachzulesen im aktuellen Jahresbericht des Wehrbeauftragten. Und was weiß schon ein heterosexueller Referatsleiter, was es für die Referentin bedeutet, wenn sie bei jeder Weihnachtsfeier ihre Lebensgefährtin und ihr Kind verheimlicht? Vieles können wir ganz einfach nicht wissen, solange wir nicht offen darüber sprechen und ehrlich darüber sprechen. Und nur wenn wir voneinander wissen, wenn wir auch von unseren Familien und Partnern wissen, die ja die tragende Säule in der Bundeswehr sind, nur dann können wir gut miteinander umgehen. Wer sich nicht outen kann, unterdrückt seine Gefühle, hat Angst,
und Angst lähmt. Man kann unter Angst nicht sein Bestes geben. Das können wir uns nicht leisten und das wollen wir uns auch nicht leisten. Letzten Endes geht es immer um unsere Einsatzbereitschaft im 21. Jahrhundert. Schauen wir uns doch einmal unter anderen Partnern und Verbündeten um, wie die mit dem Thema Offenheit für Vielfalt umgehen. Schauen wir nach Schweden, wo sie auf großflächigen Postern werben. Auf einem Plakat ist eine Soldatin zu sehen mit einer Regenbogenflagge auf der Uniform mit dem Spruch: Manche Dinge solltest du nicht verstecken müssen. Schauen wir nach Großbritannien, wo die Royal Navy letztes Jahr in die Top 10 der LGBT-freundlichsten Arbeitgeber gewählt wurde, noch vor BP, vor KPMG, vor PwC und vor JP Morgan. Schauen wir in die USA, wo das Militär noch bis 2011 nach der Devise verfuhr: Don't ask, don't tell. Aber inzwischen die Marine ihren neuen Flottentanker nach einem schwulen Soldaten, Harvey Milk, benannt hat. Ja, und selbstverständlich ist auch die Bundeswehr ein Spiegel der eigenen Gesellschaft. Denken wir nur an die Kiesling-Affäre. Denken wir an all die Soldaten, die früher wegen ihrer Homosexualität erhebliche Karrierenachteile bis hin zur Entlassung erdulden mussten. Wir können das nicht ungeschehen machen. Aber wir werden dieses Thema weiter wissenschaftlich aufarbeiten, um eine belegbare Daten- und Faktenbasis zu haben. Wir wissen, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen können und Entscheidungen des Dienstherrn und die persönlich einschneidenden negativen Erlebnisse nicht vergessen machen können. Aber wir prüfen zurzeit, ob und unter welchen Bedingungen eine Art von pauschaliertem Ausgleich für erlittene Nachteile geleistet werden kann. Heute haben wir mit unserem Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion eine zentrale Ansprechstelle für all diejenigen, die aufgrund ihrer Homosexualität, Bisexualität oder Transsexualität in der Bundeswehr Nachteile erfahren. Denn wir wollen diese Menschen nicht in die gesellschaftliche Unsichtbarkeit zwingen. Wir wollen sie in unserer Mitte haben, mit all ihren Facetten. Wir wollen sie so behandeln, wie wir auch behandelt werden möchten. Und wir wollen sie so beurteilen, wie es für alle Soldatinnen und Soldaten, für alle Beamtinnen und Beamte gilt, nach Eignung, Leistung und Befähigung, ohne Vorbehalte. Deswegen werden wir dieses Thema auch in unserer Führungskräftetraining und in Lehrpläne integrieren, vom Offizierslehrgang über den Feldwebelweiterbildung bis hin zum Seminar im Bildungszentrum. Und bis Ende des Jahres wollen wir dazu die Konzeption Vielfalt und Inklusion in der Bundeswehr erarbeiten mit all ihren Facetten. Meine Damen und Herren, dieser Workshop soll deutlich machen, dass der Generalinspekteur und ich, dass die Leitung hinter diesem Thema steht. Er soll für mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Umgang miteinander sorgen. Unser Ziel sollte es sein, dass Workshops wie diese überflüssig werden, weil wir die sexuelle Orientierung unserer Kolleginnen und Kollegen, der Kameradinnen und Kameraden dann so zur Kenntnis nehmen wie die Augenfarbe oder die Schuhgröße. Sie alle tun ihren Dienst in der Bundeswehr und arbeiten in der Bundeswehr. Und die Bundeswehr ist kein Beruf wie jeder andere. Als Soldatinnen und Soldaten haben sie einen Eid geschworen, unser Land tapfer zu verteidigen. Sie sind bereit, für unsere Freiheit ihr Leben einzusetzen. Und ich finde, dass diese Menschen nicht unseren Spott und dem Hohn ausgesetzt sein sollten, sondern dass sie unseren Respekt und dass sie unsere Anerkennung verdienen. Ich freue mich auf diesen Workshop. Ich bin gespannt auf diese Ergebnisse. Und danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind und mitmachen. Vielen Dank.